Mein Name ist Rainer Wilmer, ich bin einer der Geschäftsführer hier bei der Fast LTA. Und wie Sie sehen, freue auch ich mich, wenn nächsten Montag die Friseure wieder aufmachen. Es wird höchste Zeit. Das Thema heute ist S3-Object Store als Sekundärspeicher on-premise. Warum macht das auch Sinn? Bevor ich da jetzt ins Detail gehe, die 15 Minuten sind natürlich viel zu kurz, um dieses Thema umfangreich abzuarbeiten. Wir haben bei uns auf der Webseite seit vielen Monaten extrem aufgebohrt. Dort gibt es sehr viel Info und Erklärvideos. Wem das hier zu kurz wird, bitte nutzen Sie die Chance, machen Sie sich dort schlau. Worum geht es heute? Ein bisschen die Agenda. Ich möchte erst ein wenig das Themenfeld, die Begriffe erklären. Was schwirrt da so rum? Was sind die Vor- und Nachteile? Und wie lässt es sich nutzen? Warum könnte es Sinn machen, Sekundärspeicher als Object Store on-premise zu betreiben und nicht nur in der Cloud? Und letztendlich, wie, wenn ich mich dafür entscheide, kann ich das bestmöglich nutzen? Teil 1. Was sind die Eigenschaften und worum geht es eigentlich? S3 wurde eigentlich entwickelt von Amazon, um Speicher in der Cloud über die AWS anzubieten. Das bedingt in sich schon, dass ein klarer Fokus auf Bandbreite und Datenmasse ist, das heißt unter Umständen dünne Leitungen. Das wurde mit sehr, sehr einfachen HTTP-Requests erfüllt. Hier und heute und wie ich feststelle in dem, was man so liest, immer mehr, meine ich mit S3 dieses offene Protokoll, mit dem sich Objektspeicher sehr gut anbinden lässt. Das zweite, untrennbar verbunden, ist der Object Store an sich. Was haben wir hier? Also unseren klassischen NAS-Speicher natürlich, Blockspeicher und den Object Store. Die sprechen je nachdem Fibre Channel oder eben SMB und der Object Store eben S3. Performanz ist der Block Storage sicher ganz vorne dabei, leider entsprechend auch mit dem Preis. Deshalb möchte ich ihn für die heutige Diskussion außen vor lassen, weil es geht uns in erster Linie um Sekundärspeicher und das ist meist Backup und Archiv. Da bleiben dann unser klassischer NAS-Speicher oder eben der Objektspeicher. Dort haben wir bei dem NAS-Speicher sicher Vorteile im Preis und in der Geschwindigkeit, aber der Pferdefuß ist, er skaliert nicht wirklich gut. Wie funktioniert Objektspeicher? Anders als wie beim File-Speicher haben wir keine Hierarchie mit Ordnern und Dateien, sondern einfach eine beliebige Anzahl an Objekten, die bestehen aus einer Payload, dem eigentlichen File, wenn Sie so wollen, und einer beliebig großen Menge an Metadaten. Und damit ist der Client, der den S3-Speicher verwaltet, in der Pflicht, denselben auch zu organisieren. Man kann sich das sehr leicht vorstellen. Da gibt es eine eindeutige ID, aber die Verwaltung der IDs obliegt dann dem Client. Das ist wichtig, dass man das versteht. Wir haben gesagt, der Filespeicher hat das Problem, dass er nicht beliebig skaliert, der Objektspeicher schon. Wenn man skaliert, macht es Sinn zu unterscheiden zwischen Up und Out. Beim Out skaliert die Performance mit. Warum ist das wichtig? Weil ja die grundsätzliche Idee war, beispielsweise in der Cloud viele Daten vielen Usern zur Verfügung zu stellen. Wächst das System an einer Stelle nicht, ist ein weiteres Wachstum des ganzen Dienstes obsolet. Das heißt, natürlich brauche ich dann für eine Nutzung, wie zum Beispiel in der Dropbox, ein Scale-Out. Wenn wir aber in Sekundärspeicher denken und Backup, ganz im Besonderen, dann haben wir meistens einzelne zentralisierte Prozesse, wo man sich schon fragen muss, ob die Kosten, die ein Scale-Out mit sich bringt, zwingend auch notwendig sind und ob man den tatsächlich nutzen kann. Welche Vorteile habe ich? Und wie gesagt, wenn ich den umsetze on-premise, muss ich unbedingt ein Scale-Out investieren. Weil die Performance ist 1:1 €. Ich für meinen Teil habe da ganz eine klare Meinung. Ich hätte gern auch weiterhin Kontrolle über meine Daten. Ich möchte wissen, wo sie gespeichert werden. Ich möchte auch wissen, wer kann sie lesen. Und im Zweifelsfall auch, wie sind sie gesichert. Der letzte Punkt ist auch nicht ganz ohne. Im Zweifelsfall möchte ich auch sicher löschen können. Auch das wird mit der Cloud nicht ganz einfach. Des Weiteren glaube ich, dass dieser Begriff Sicherheit sehr weit gefasst ist.
Das ist einmal von Unternehmen zu Unternehmen aufgrund der Daten an sich unterschiedlich. Das hängt aber auch von der Datenklasse ab. Also im gleichen Unternehmen gibt es natürlich auch unterschiedliche Datensicherungsvorgaben. Letztendlich haben wir auch Richtlinien wie die DSGVO, die uns hier ins Obligo zwingen. Und am Ende ist auch die Frage sicher gegen Verlust, sicher gegen Veränderung, sicher gegen Auslesen, also Zugriff. Und wie gesagt, ich möchte auch sicher löschen können. Wenn ich das on-premise mache, habe ich da die volle Kontrolle. Ich kann mir über 1:1 Kopien, alles was da steht, ganz nach Bedürfnis meine Daten so absichern, wie ich das eben möchte. Oft ist S3 in Verbindung mit Object Store ein Backup oder Archivtarget. Das funktioniert sehr gut, wenn das inkrementelle Upload nicht zu groß wird, über viele, viele Tage oder Wochen ohne Probleme. Aber wir alle wissen, eigentlich machen wir das Ganze ja wegen Restore. Wir brauchen die Daten, aus welchem Grund auch immer. Und wie man hier in dieser Tabelle, finde ich, wahnsinnig gut sehen kann, ist man sehr schnell außerhalb des grünen Bereichs rechts oben und rutscht bereits mit relativ kleinen Datenmengen, also 10 Terabyte bei schon anständigen Leitungen auf Zeitfenster, die eigentlich nicht mehr vertretbar sind. Und ich finde auch immer ganz ehrlich, wenn ich mir etwas einfange, was mir Probleme macht, gehe ich als erstes offline und bevorzuge es dann, intern Dienst für Dienst hochzufahren, um zu verstehen, was eigentlich passiert ist, anstelle sofort mir wieder online aus vielleicht sogar anderen Cloud meine Daten wiederzuholen. Das Ganze geht natürlich nur, wenn ich on-premise einen Speicher habe, der das auch unterstützt. Unsere Silent Bricks können das. Der große Vorteil ist, dass sie dort die ganzen Sachen, also ob es jetzt ein SMB-Share ist oder selbst der VTL über Fiber Channel oder eben Buckets mit S3 beschreiben, parallel in einem System. Sie können die ganzen vorher genannten Möglichkeiten zur Sicherung im Prinzip sehr flexibel, auch dynamisch ändern, wenn Sie der Meinung sind, Sie wollen bis hin zu einem revisionssicher verwormten Speicherblock, können Sie jeden einzelnen Brick so definieren und mit einem Sicherheitsniveau versehen, wie Sie das eben brauchen. Wie lässt sich das ganz konkret jetzt ausnutzen? Dazu möchte ich Ihnen gerne zwei Beispiele vorstellen anhand von Veeam Backup, weil wir das einfach extrem oft installieren. Wie man hier sieht, der CEO hat nie Geld, der CTO hat nie Zeit. Covid hat uns jetzt zwangsdigitalisiert. Die Leute sitzen im Homeoffice und generieren auch mit Office 365 mittlerweile unglaublich große Datenmengen. Das Schicke ist, dass man das Office 365, wenn man zum Beispiel sich entscheidet, das jetzt zu tun und hat bereits eine Veeam-Installation, es ist sehr leicht, in bestehende Veeam-Backup-Struktur das einzubinden. Das ist im Prinzip in wenigen Minuten erledigt. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass, das kann man auch bei Microsoft nachlesen, die Azure Cloud oder wer auch immer sonst von den Dienstleistern in erster Linie sicherstellt, dass wir den Dienst haben und den Betrieb absichert. Die Daten sind in der Eigenverantwortung. Das gilt übrigens auch im Rahmen der DSGVO. Die Verantwortung für die Daten können Sie nicht an einen Drittanbieter abtreten und sagen, der hat gepusht, sondern Sie sind alleine verantwortlich. Einer unserer Kunden seit vielen, vielen Jahren, der hat, ich glaube, mittlerweile über 40 oder 50 Bricks und macht dort ein sehr lokales Backup, hat sich genau aus diesem Grund sehr explizit dagegen entschieden, sein Office 365 wieder in die Cloud zu speichern. Das Schicke war, letztendlich war die Office 365 Veeam-Absicherung genau zwei Slots away. Der hat in seinem großen Brick-System zwei Bricks zugefügt und Thema war erledigt. Noch günstiger und einfacher geht es, glaube ich, kaum. Zweites Beispiel. Warum sichern Menschen Daten in die Cloud, selbst wenn es nicht um SaaS-Service geht? Also ich brauche meine Daten eigentlich bei mir on-prem. Dann kann man natürlich sagen, ja, weil es einfach geht und die Arbeit und den Aufwand, die Sicherheit und den Betrieb sicherzustellen, trägt jemand anders.
Aber wenn man den Kollegen hier sich betrachtet, am Ende ist es nichts anderes als ein Rechner, der eben nicht bei mir steht, sondern woanders, was dann ganz schnell auch wieder auf die klassische 3-2-1-Regel verweist. Das heißt, ich möchte unter Umständen einen Medienbruch haben oder vielleicht sogar ein Airgap, aber heißt das dann zwingend, wir brauchen wieder Tape? Das ist jetzt zu weit, aber es gibt bei uns auf der Webseite ein sehr gutes White Paper dazu, warum ich heute glaube, Tape ist keine gute Idee mehr. Das hat unterschiedliche Gründe. Das ist das lineare Lesen. Das ist der schwierige Prozess, Daten auf den Tapes zu validieren. Also ist noch das drauf, was ich abgespeichert habe. Und am Ende wissen wir alle, der Restore vom Tape macht nicht unbedingt Spaß. Warum also nicht den Veeam Capacity Tier benutzen? Das ist eine klasse Idee. Dahinter steht, dass ich mir mit einer zusätzlichen Instanz das Backup automatisch im Prinzip auf eine zweite Instanz absichere oder verdränge oder eine Kombination von beiden mache. Und aus unserer Sicht, der große Vorteil von den Silent Bricks ist, ich kann alle drei Säulen von so einer Strategie in einem System abbilden. Da kann man zum Beispiel auch enorm viel Platz sparen und ich sage mal Bandbreite, weil eben S3 Object Store darauf optimiert ist. Ich kann quasi mir mein Full, also jeder, der das vielleicht weiß, ich kann mir mein Full wegspeichern, mache meine täglichen Inkremente. Das Full besteht aus beliebig vielen Objekten. Wenn ich jetzt möchte, brauche ich kein Synthetik-Full erzeugen, sondern ich nehme einfach mein weiteres Inkrement, definiere ein neues Objekt, das veränderte Unterobjekt wird im Full ersetzt und ich habe automatisch wieder ein neues Full, ohne dass ich meine Bandbreite über Gebühr belastet habe oder auf der Target-Seite übermäßig Platz verbraucht habe. Das heißt, ich kann mir in der zweiten Säule darüber auch extrem viel Platz sparen, was am Ende natürlich auch wieder Geld ist. Brauchen wir nicht reden.